So, was geht, Freunde? Willkommen zu einem weiteren Video hier auf diesem Kanal hier und heute gibt es mal ein neues Hunter x Hunter Video. Ja, Freunde, die Tage vergehen, der Manga ist immer noch nicht zurück, jetzt fast genau seit einem Jahr. Wie schnell die Zeit fliegt, oder? Ich weiß noch, wie wir uns gefreut haben, dass das der reale Togashi auf Twitter ist. Heute möchte ich mal drüber sprechen, wann wir uns auf ein Hunter x Hunter Manga Comeback gefasst machen können oder auch auf ein Anime Comeback. Bevor wir aber beginnen, lasst dem Video gerne ein Like und ein Abo da, schreibt auch gerne was in die Kommentare, würde mich wie immer sehr interessieren, zum Beispiel auf was würdet ihr euch mehr freuen, auf ein Anime oder Manga Comeback? Ah ja, auch für mich eine schwere Frage, aber auch irgendwie eine einfache Frage. Ich gehe einfach im Laufe des Videos drauf ein, jedenfalls beginnen wir mit dem Video. Beginnen wir mit dem letzten Anhaltspunkt, den wir von Hunter x Hunter bzw. Togashi bekommen haben, nämlich der Beitrag mit dem Titel Start Over am 1. Oktober 2023. Natürlich erstmal super, dass Togashi nach so einer langen Zeit wieder was gepostet hat. Wenn ich mich recht erinnere, dann war das letzte Mal tatsächlich im Januar oder Februar, also fast ein ganzes Jahr her. Alleine, dass er uns mitgeteilt hat, dass er sich wieder ransetzt, ist wirklich gut. Das impliziert aber, dass er in dieser langen Zeit nichts gemacht hat. Also haben seine Rückenschmerzen doch wieder echt reingeschallert. Jetzt ist natürlich die Frage, macht er zurzeit weiter oder pausiert er wieder, weil er uns halt nicht auf dem Laufenden hält? Das hat er davor die gesamten 10 Kapitel gemacht. Und auch wenn wir sagen, dass er genauso weiterarbeitet wie letztes Jahr, muss man halt sagen, dass 10 Kapitel, die er höchstwahrscheinlich vorhat zu machen, eine echt lange Zeit brauchen werden. Denn die letzten 10 Kapitel waren ja teilweise schon angefangen und gescriptet. Sonst hätte es sogar noch länger gedauert, die ganzen 10 Kapitel zu releasen. Was aber sehr gut möglich ist, dass Togashi nicht mehr auf 10 fertige Kapitel wartet, sondern vielleicht schon nach paar Kapiteln released. Denn wie wir im Frühjahr mitbekommen haben, ist Hunter x Hunter mit Kapitel 400 kein Teil mehr der Weekly Shonen Jump. Im Endeffekt heißt das, Togashi wird monatlich seine Kapitel bringen oder halt so, wie er das selber einteilt. Das ist halt auch nicht klar, denn Haixa ist nicht mehr in der Jump, aber es ist jetzt auch nicht an einem ganz sicheren Ort. Es ist ein Archiv, wo viele gedroppte und pausierte Manga sind. Das kann einen schon echt Angst machen über die Zukunft von Hunter, aber zum Glück hat sich halt Togashi im Oktober gemeldet, sodass man sagen kann, dass Hunter x Hunter noch als Projekt für Togashi steht. Hat er ja auch endlose Male erwähnt, dass er dieses Werk beenden muss. Und wie gesagt, ich bin jemand, der ihm da voll und ganz vertraut. Natürlich ist er da etwas stur, was Assistenten und so angeht, was man natürlich auch verstehen kann, aber im Notfall aller Notfälle gibt es auch noch andere Lösungen, hoffe ich zumindest. So, und nun kommen wir zum Anime. Denn der Manga ist ja an sich recht simpel gehalten, was jetzt die Zukunft angeht, denn es geht halt einfach darum, hat Togashi Bock, wird Togashi etwas posten und was wird er posten? Ein Bild wird er uns informieren, ist ja alles von ihm mittlerweile abhängig, denn er ist nicht in der Shonen Jump. Ich weiß nicht, ob der neue Verband hier irgendwie News droppt. Es ist eher Togashi, der das machen würde. Und deshalb müssen wir einfach auf Twitter campen, bis er irgendwas schreibt. Deshalb, Manga ist eine Sparte. Und jetzt kommen wir zum Anime. Und der Anime ist sogar noch länger verschwunden als der Manga. Denn der Manga ging ja letztes Jahr sogar weiter. Das war ja sogar richtig im Hype, aber so richtig. Ey, Togashi hat einfach 2 Millionen Follower auf Twitter bekommen und das glaube ich innerhalb eines Monats, sogar die 1 Million nach einer Woche, also das ist krass, das ist weltweit einfach heftig, nicht nur in der Anime-Branche, sondern Alter, das ist unglaublich, wie groß die Fanbase ist und ich glaube, dass die Leute von den Studios oder auch Leute, die einfach generell dafür verantwortlich sind, ob der Anime jetzt weitergeht, ob der Anime weitergehen könnte, die haben das zu 100% gesehen und ich glaube, jedem ist bewusst, dass Hunter x Hunter eine riesige Serie geworden ist. Vielleicht nicht so groß wie Attack on Titan oder so. Aber man muss trotzdem einfach zugeben, dass
wenn schon der Manga losgeht, weitergeht und so ein Hype entsteht, was wird passieren, wenn nicht nur die Manga-Leser, die den Anime auch verfolgen, das Ganze gucken, sondern auch die ganzen, die Mehrheit, die den Manga nicht gelesen hat, diese News angucken bzw. anhören, dann wird hier wirklich alles abgehen. Denn es ist halt immer so, der Anime umfasst die Mehrheit der Leute, die die Serie gucken, lesen, was weiß ich, weil die Manga-Leser sind oft die Leute, die beides konsumieren und die Anime-Gucker sind erstens die Mehrheit und zweitens sind auch sehr, sehr viele, die den Manga nicht mehr lesen. Mir ist mittlerweile aufgefallen, dass es viel mehr Leute gibt, die sich Manga geben und das freut mich richtig, die auch nach dem Anime sagen, ey, wir gucken uns jetzt gemeinsam den Manga an oder ey, ich hab Bock, sofort den Manga durchzustarten. Das ist halt, glaube ich, oft so eine Sache, das schreckt so einen ab, weil man denkt, ah, der Anime ist so cool, ich habe keine Lust auf Manga. Aber sobald man seinen ersten Manga gelesen hat, bei mir weiß ich nicht, was war das? Ich glaube, das war sogar das war One Piece, bin ich doof? Ich habe mit One Piece Manga vor 10 Jahren angefangen, so in der 5. Klasse ungefähr. Und dann dachte ich mir, ey, wie geil ist das denn? Es geht einfach weiter und es macht Spaß zu lesen. Deshalb, wenn der Anime weitergeht, boah, da wird wirklich was abgehen. Und hier ist der entscheidende Faktor. Das könnte man tatsächlich bringen. Denn natürlich, wäre es jetzt keine lange Staffel, habe ich schon sehr, sehr oft erwähnt, schon seit Jahren. Aber man muss einfach zugeben, dass man auf jeden Fall den Dark Continent Expeditions-Arc, der bestimmt 1, 2, vielleicht sogar 3 Folgen gehen könnte, vielleicht noch mit bisschen Filler-Content, der gut ist, ne? Also Filler kann auch gut sein. Sachen, die einfach ein bisschen mehr gestreckt werden. Zum Beispiel eine Story mit Kurapika. Vielleicht keine neue Story, aber vielleicht ein bisschen mehr von dem Moment sehen, wo Misai Storm in sein Büro gekommen ist. Also vielleicht könnte man da ein bisschen das Ganze extenden, so, ne? Deshalb, da könnte man sehr viel machen. Dann gibt es natürlich den ganzen Thronfolgekriegs-Arc. Und der ist jetzt auch Richtung Ende, so, ne? Natürlich, das wird jetzt noch seine 10, 20, vielleicht sogar 30 Kapitel dauern. Ich glaube eher 20, also mehr wird das auch nicht. Aber es ist nicht mehr viel, Freunde. Und das kriegt man bestimmt in einer kleinen Staffel hin. Und deshalb, ich wünsche mir, dass das der Fall ist. Denn erstens wird Hunter x Hunter dann wieder leben, denn zurzeit ist Hunter x Hunter tot, wirklich tot. Wir werden mal sehen nach diesem Video, ob es überhaupt noch Leute gibt, die sich für Hunter x Hunter interessieren. So, ne? Weil es gibt mittlerweile so viele Hype-Anime, Jujutsu Kaisen, Demon Slayer, die haben ja alle übernommen. So, ne? Keiner redet mehr über Hunter x Hunter, ist auch verständlich. Aber ja, schreibt in die Kommentare, Hashtag ich bin noch hier, falls ihr euch das Video bis hierhin angeguckt habt und weiterhin Hunter x Hunter Fan seid. Weil Fan wird man immer bleiben, aber ich meine, dass man sich noch dafür interessiert. Weil ich muss auch ehrlich sagen, bei mir ist das ein bisschen weiter runtergegangen. Denn es ist einfach normal. Wenig Content, das vergisst man einfach. Die Liebe verschwindet nicht, aber der Hype, die Interesse so ein bisschen, ne? Aber jetzt kommt sie wieder hoch, weil, ich weiß nicht, Hunter x Hunter bleibt für immer Liebe. Und auch diesen Kanal werde ich immer mit Hunter x Hunter in Verbindung setzen. Aber ja, das ist jetzt der Stand der Dinge. Der Anime, ich schwöre dir, man könnte den einfach bringen, man könnte den jetzt bringen und es wäre eine Anime of the Year Staffel. Sage ich hier offen und ehrlich, wir wissen ja, was alles passiert ist, was für kranker Stoff noch auf uns zukommt und ja, auf uns zugekommen ist schon als Manga-Leser. Aber ja, jetzt komme ich nochmal zur Frage, würde ich es mehr feiern, wenn der Anime weitergeht oder der Manga weitergeht? Und Freunde, das ist eine schwierige Frage, denn wenn der Manga weitergeht, dann wird theoretisch auch der Anime weitergehen. Aber sagen wir mal, das eine schließt das andere aus. Dann hätte ich wirklich Bock auf den Anime. Weil mittlerweile ist es so, ich möchte, dass Hunter x Hunter weitergeht, also was die Story angeht, aber ich brauche auch mal wieder das Feeling vom Anime. Das wird wirklich, ich sag euch ehrlich, das wird sehr, sehr viel verändern. Weil Manga, ich liebe Manga, ich liebe auch den Manga von Hunter x Hunter, aber dieses Gefühl von dem Anime Hunter x Hunter, was wir 10 Jahre nicht bekommen haben, die Musik, das Opening, alleine sowas zu hören, ich schwöre, mit Musik verbindet man viel, viel mehr. Und wenn man alleine das Opening hört und dann auch checkt, okay, es ist was Neues, es ist nicht mehr eine Rewatch-Reihe, die wir gerade machen, sondern es ist
ein neues Opening. Der gleiche Song, aber neue Bilder. Alleine so neue Bilder. Dieses Gefühl, ich kann es wirklich nicht beschreiben. Wirklich, der Anime ist für mich auch noch eine ganze Ecke besser als der Manga. Und ich habe halt den Anime als erstes geguckt. Und das ist für mich wirklich das Herzstück. Das ist mein Hunter x Hunter. Das, was ich so lieben gelernt habe. Warum ich mit YouTube angefangen habe. Und die ganzen Soundtracks, die Charaktere, die Synchronsprecher. Das macht für mich die ganze Serie aus. Und das wieder zurückzubekommen. Freunde, ich brauche das. Ich brauche das wirklich. Ich brauche das auch für meine aktuelle psychisch kranke Lage, so, ne? Spaß beiseite, aber ihr versteht schon, was ich meine. Aber ist mir scheißegal, ob der Manga oder Anime weitergeht. Hauptsache, es geht irgendwas weiter. Bisschen Hunter-Hunter-Content wieder. Ich freue mich generell, dass es letztes Jahr weiterging, aber es soll jetzt auch weitergehen. Ey, ganz ehrlich. Schreibt in die Kommentare, auf was hättet ihr mehr Bock? Auf ein Anime oder auf ein Manga? Ich wollte wieder mal auch über dieses Thema sprechen, damit auch wieder ein bisschen Hunter-Hunter-Fokus kommt. Ey, ganz ehrlich. Es tut mir leid, aber ich möchte, dass Hunter x Hunter wieder ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommt. Wieder auf Netflix erscheint. Irgendwie sowas. Ach, egal. Wir sehen uns das nächste Mal wieder.